Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga. Heute gibt es wieder ein Video zum Thema Notnahrung und Wasservorrat. Und zwar habe ich auf meinem BBK-Video, wo ich die Checkliste vorgestellt habe, ganz viele Kommentare gekriegt, die gesagt haben, ich würde ja gerne, aber ich habe nicht so viel Platz. Und deswegen bin ich auf die Suche gegangen, was kann man da verwenden, auch wenn man nicht viel Platz hat. Dass das Thema schneller kommen kann, als wir uns lieb ist, sieht man gerade in China, da haben 200 Millionen Leute unter Quarantäne und dass dort natürlich die Versorgung, wenn so viele Firmen geschlossen sind, nicht mehr so ist, wie wir das kennen. Das sollte jedem klar sein. Also zeige ich euch heute, wie man erstmal Wasser am komprimiertesten quasi lagert und ich zeige euch nur Folgendes. Es gibt auch ein neues Pulver von Y-Food und ich nutze Y-Food mittlerweile seit knapp einem Monat bei mir im Büro als Mittagessenersatz regelmäßig und ich wusste aber nicht, dass es von denen ja Pulver gibt, das habe ich bei Fritz Meinecke gesehen. Und da kann man nämlich mit 3 solche Päckchen einen 10-Tages-Vorrat kreieren. Und jetzt kommt der Wasser, was ich euch gerade gezeigt habe, also dieses Teil habe ich vor einem Jahr und 2 Monaten eingelagert mit einer Tablette Micropur. Und ob das noch trinkbar ist oder nicht, und ob Y-Food optimale Notnahrung ist oder nicht, wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Gut, fangen wir mal mit der Nahrung an. Wie bin ich denn auf Y-Food gekommen? Eigentlich sehr einfach. Ich habe das bei Höhle der Löwen gesehen. Vielleicht kennen einige die Sendung, ich schaue mir die mal gern an. Und dann bin ich da im Supermarkt gegangen, da habe ich es gesehen, dann bin ich da in den Drogeriemarkt gegangen, habe ich es gesehen, dann bin ich noch tanken gegangen, da war es auch. Dann habe ich gedacht, das verfolgt mich, das probierst du jetzt einfach mal. Und seitdem ersetze ich ungefähr so 2-3 Mittagsessen durch das Y-Food und muss sagen, ist immer gut, gibt es in 4 Geschmacksrichtungen. Smooth Vanilla, My Cold Brew Coffee, habe ich euch ja schon gezeigt, das ist mein Liebling. Alpine Chocolate. Und Fresh Berry. Das habe ich noch nie getestet, das werde ich dann auch noch testen. Und und dann habe ich bei Fritz Meinecke mal reingeschaut und dann macht er plötzlich Folgendes und sagt, das gibt es jetzt auch in Pulverform. Und zwar nicht in kleinen Päckchen, sondern in 1,5 Kilo Pulverpäckchen. Und da ich ungefähr 85 Gramm pro Nahrung brauche, also pro zubereitetes Essen, sind dort ungefähr 17 Nahrungen drinnen. Und wenn ich die 3 Päckchen, die es eben miteinander gibt, im Paket nutze, dann habe ich damit 51 Nahrungen. Und die haben so ausgelegt, dass ich ungefähr 5 Nahrungen am Tag, sind 2000 Kilokalorien, zu mir nehme. Also kann ich mich damit 10 Tage ernähren. Wenn ich sage, mir reichen auch 1600 Kilokalorien, was wahrscheinlich reichen würde im Notfall, kann ich damit 12 bis 13 Tage auskommen. Und das auf relativ kleinem Platz, weil ich kann diese Päckchen, die schauen jetzt nur groß aus, aber da ist natürlich nicht so viel drin, nur so zusammenlegen und dann habe ich die auf kleinsten Platz. Dann habe ich die auf kleinsten Platz zusammen. Und das finde ich halt richtig cool. Und dann habe ich Y-Food angerufen und oder beziehungsweise E-Mail geschickt und dann habe ich mit Dani telefoniert vom Y-Food und dem hat die Idee, dass man das als Notnahrung hernimmt, so gut gefallen, dass er gesagt hat, komm, ich schicke dir mal Päckchen zu, vielen Dank an dieser Stelle. Und er ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, weißt du was, Werbung regt die Leute immer auf, die Leute müssen in diesem Video keine Werbung erdulden, deswegen ist in diesem Video es werbefrei, sondern das hat Y-Food gesponsert. Und ich sage, vielen Dank an dieser Stelle dafür, hat mich sehr gefreut. Allerdings hat er dann geschaut, weil ich gesagt habe, aber wenn das Ding scheiße ist, werde ich das genauso mitteilen. Da hat er kurz geschluckt, aber er hat gesagt, alles klar, Deal. Und das machen wir jetzt. Jetzt ist es ja so, wir brauchen ja noch Wasser dazu. Wenn man sich den Shaker anschaut, dann haben das 300 ml pro Mahlzeit, die man dazu machen kann. Im Übrigen ist das der Vorteil vom Pulver. Ich kann dort auch weniger oder mehr einfüllen, je nachdem, ob ich es dickeriger also, oder wässriger haben will. Das kann sich dann jeder selber entscheiden. Das ist eben der Vorteil an dem Ganzen. Und wir werden jetzt einfach mal hergehen, oder beziehungsweise machen wir es andersrum. Ich habe ja gesagt, 300 ml, ich brauche 5 mal am Tag, haben 1,5 Liter. Und das mal 10 haben 15 Liter. Und deswegen habe ich in diesem 15 Liter Kanister Wasser. Und diesen 15 Liter Kanister Wasser, wie gesagt, ist vor einem Jahr und 2 Monaten eingefüllt worden mit einer Micropurforte. Und ob das was ist oder nicht, ja, Im Übrigen wichtig,
bevor die Frage wieder aufkommt, warum nur eine Tablette? In der Verpackung steht ja pro Liter eine Tablette. Ja, wenn ihr verunreinigtes Wasser habt. Das ist aber sauberes Leitungswasser und deswegen reicht eine, um das ein halbes Jahr lang haltbar zu machen. Genau, was ich dann auch noch empfehlen würde, ist, dass ihr das Ganze mit einem Wasserfilter natürlich macht und das werden wir jetzt auch machen, aus dem ganz einfachen Grund, falls da doch irgendwas drin sein sollte, filtert es der Wasserfilter raus. Und der Miniwell, den ich nutze, der hat auch noch Aktivkohle mit drin und damit kommt auch das letzte Chlor, das dort mit drin ist, wird dann auch noch reduziert und damit schmeckt das Wasser einfach mal besser. Und ob das geht oder nicht, das sehen wir jetzt. So, jetzt kommt der ultimative Test, ob das Ding noch trinkbar ist. Ich weiß es nicht, ich werde es echt feststellen. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Für mich sieht das wie normales Trinkwasser. Es sind sogar noch ein paar Luftbläschen mit drin. Geschmacklich in Ordnung. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, schmeckt jetzt nicht schlecht. Aber da ich ja nicht weiß, was da drin ist, mache ich das natürlich mit meinem Miniwellfilter, den kennt ihr auch schon. Also wie ich schon mal gesagt habe, der pumpt ungefähr eine Minute einen halben Liter Wasser. Dafür hat er halt 0,01 Mikron, das heißt, wenn da jetzt ein Coronavirus drin war oder andere Viren, die würde er auch rausfiltern. Und das ist einfach das, was mir am Miniwell sogar gefällt. Und der Aktivkohlefilter wird halt hier quasi auch noch mir. Ups, nichts mehr drin. Also schaut sehr klar aus. Wenn ihr das Video seht, bin ich nicht krank geworden. Ansonsten gibt es keine, wenn man sagt, schmeckt jetzt echt lecker. Also für das, dass das jetzt eine und zwei Monate da drin war, hat keinen Chlorgeschmack mehr durch den Miniwell. Also von dem her, sehr gut, funktioniert also schon mal, cool. Und jetzt testen wir, ob das Y-Food was ist. Dazu nehmen wir folgendes. Wir machen das auf. Dort enthalten ist so ein Löffel. Das ist natürlich ein bisschen, das ist der einzige Nachteil, weil der steckt da mit drinnen. Ist natürlich von dem her voller Pulver. Und dann nimmt man drei gestrichene Löffel, schauen wir mal, ob das passt. Okay, also Sauerei gibt es auf alle Fälle ein bisschen. Mal vielleicht noch ein bisschen üben, also drei gestrichene Löffel heißt es ja. So, schauen wir uns das mal an. Ist ungefähr bei dem Strich, passt also. Und dazu dann noch mit Wasser auffüllen. Ich mache jetzt gleich mal ein kleines bisschen weniger Wasser, weil der letzte war mal ein bisschen zu wässrig, da habe ich jetzt viel mehr Wasser rein. Dann schraubt man gescheit zu. So. Riecht zumindest sehr gut, was habe ich denn da? Alpine Chocolate, cool. Also tatsächlich, gestern habe ich zu viel Wasser drin gehabt, heute habe ich ein bisschen weniger. Und dann mal sagen, schmeckt wie der echte Shake. Bin jetzt direkt überrascht. Also finde ich cool, werde bei mir im Büro Einzug halten. Die drei Packungen werde ich dann verbrauchen, mir halt dann wieder Nachschub holen regelmäßig, das ist alles Notverrat. Im Übrigen können wir die Verpackungen auch wieder verschließen. Allerdings hier ein Tipp an Y-Food, es ist nicht direkt luftdicht. Wenn ich also hier den Test mache, dann kommt oben nur was raus. Das ist jetzt zwar der Extremtest, aber ich werde es mir eh so machen, ich werde mir hier jeweils so die Hälfte von den Päckchen
einschweißen, damit es auch länger hält, den als Notvorrat, und die andere Hälfte werde ich halt hier im Büro als Mittagessen verzehren. Also das ist echt, also der ist echt cool. Wo sehe ich denn jetzt die Vorteile in dem Y-Food? Naja, ich nutze ja im Büro und da ist es einfach super, weil es geht schnell, es ist ein bisschen geschickt, dann habe ich das Ding fertig, kann man sich machen und es ist eigentlich alles drin, was ich so benötige und ich brauche mir nicht irgend so Fastfood-Scheiß oder sowas reinhauen. Also Vorteil 1 ist für mich ganz platzsparend, also noch platzsparender geht eigentlich nicht mehr. Für alle, die sagen, sie haben keinen Platz, den Platz findet ihr auf alle Fälle nur irgendwo. Es ist alles drin, was man eben braucht, also es sind reichlich Protein drin, es sind 26 Vitamine mit drin, Mineralien, essentielle Omega-Fettsäuren, auch ganz wichtiger Punkt, da fehlt es bei mir oft, weil zu wenig Fisch ist, wichtige Ballaststoffe und ich bin mir relativ sicher, es ist gesünder als die meisten von uns sich ernähren. Und wie gesagt, allein wenn ich mir anschaue, Vitamin A, D, E, K, C, alles 100% genau das, was wir brauchen, also wenn ich 5 am Tag esse, habe ich 100% von dem, was vorgegeben ist. B12, B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium. Magnesium, auch 100% Phosphor, zum Beispiel mehr als angegeben ist. Calcium genauso, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, das kann ich aber nicht aussprechen, und Jod. Es ist auch sehr viel Eiweiß drin, das darf man auch nicht unterschätzen, was ja auch nicht schlecht ist. Pro 100 Milliliter, oder pro Portion, Entschuldigung, sind 26 Gramm. Das heißt, eine Portion hat schon 50%. Wenn ich jetzt 5 nehme, dann habe ich 250% und das ist gut für den Muskelaufbau. Kennt ihr aus den Fitnessstudios, die nehmen halt auch immer so Eiweißshakes. Und das ist hier quasi auch schon mit drin. Von dem her echt cool. Also alles drin, was ich brauche. Also für mich optimal geeignet fürs Büro, für Outdoor, für die Krisenmahlzeit. Outdoor halt klar, 85 Gramm für Mahlzeit. Ist schon super. Weil normal habe ich 140 bis 160 Gramm bei den gefriergetrockneten Sachen, die im Übrigen weitaus teurer sind. Weil hier haben wir bei 1,76 Euro pro Mahlzeit und wenn ihr den Link unten nutzt, haben wir bei 1,58 Euro. Die anderen Dinger, diese gefriergetrockneten, gut, da ist mehr drin. Aber die kosten 5, 6 Euro oder 7 Euro teilweise schon. Also von dem her, für mich gar nicht schlecht geeignet. Das sind so die Hauptvorteile, die ich sehe. Was sind denn jetzt die Nachteile an dem Ganzen? Also klar, man benötigt Wasser dazu. Nur Wasser müsst ihr sowieso trinken. Und das finde ich eigentlich gar nicht als Nachteil, weil diese 15 Liter Wasser, diese 1,5 Liter am Tag, muss ich ja sowieso zu mir nehmen. Ja, hier versetze ich es nur mit einem Pulver und habe quasi gleichzeitig meine Nahrung auch noch mit dabei. Also von dem her top. Was haben wir denn noch? Kostet, ja klar. Aber wie gesagt, 1,76 pro Mahlzeit, beziehungsweise mit meinem Rabattcode unten 1,58, ist eigentlich in Ordnung, muss ich sagen, ist sehr in Ordnung für das, was man da kriegt. Muss ich sagen, Hut ab. Genau, aus was besteht denn jetzt Y-Food überhaupt? Das schauen wir uns jetzt an. Also schauen wir mal, was da drin ist. Hauptbestandteil ist Milcheiweiß, pflanzliche Öle, Sonnenblumenöl, okay, da ist Rapsöl mit drin, Maltodextrin, Inulin, Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, modifizierte Stärke, dann die ganzen Vitamine, Folsäure, Magnesiumoxid, das einzige Süßungsmittel Sucralose ist noch drin und natürliche Aromen. Also nichts, wo ich jetzt sagen darf, würde ich jetzt nicht essen. Also von dem her auch schon mal nicht schlecht. Kommen wir nun zum Fazit. Ist für mich Y-Food eine vernünftige Nahrung, Notnahrung? Ja, definitiv. Weil, wie gesagt, wenn ich so ein Päckchen nehme, ich mache es jetzt mal richtig klein, dann sieht man, das ist vielleicht 2 Dosen ungefähr von der Größe her. Aber ich habe hier Vorrat das Päckchen für 3,5 Tage nahezu. Also von dem her wirklich gut. Auch für Outdoor natürlich super, weil eine Nahrung oder eine Mahlzeit haben 85 Gramm. Das ist die Hälfte von dem, was wir jetzt mit der Fertignahrung haben. Und der Vorteil ist, diese Fertignahrung kostet so 6, 7 Euro. Und das sind halt 1,76 bzw. mit dem Link unten mit dem Rabatt 1,58. Also ein vernünftiger Preis, muss ich sagen, für das. Echt nicht schlecht. Auch für zwischendurch mal geeignet, bevor ich jetzt zu McDonalds fahre, mir irgendeinen Schund nachher, muss ich sagen, ist das mit Sicherheit gesünder. Cool finde ich auch, dass man es ohne Kocher kochen kann, ohne Strom, auch ein wichtiger Punkt. Und es gibt keinen Geruch, der die Nachbarn anlockt, wenn man jetzt normal kocht und alle anderen haben Hunger und ihr macht euch da ein Schnitzel, habt ihr ganz, ganz viele Freunde auf einmal.
Also auch ein wichtiger Punkt. Also ja, wenn jetzt zum Beispiel München unter Quarantäne gestellt werden sollte, damit könnt ihr euch für mehrere Tage ernähren. Und das finde ich in Ordnung. Und vom Preis her geht es eigentlich auch. Ich nehme das Pulver jetzt, ein Teil wird einvakuumiert und der Teil kommt in mein Büro und ersetzt manches Mittagessen bei mir. Vielleicht nehme ich noch ab damit. Naja, man weiß es nicht. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Falls noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Und wie gesagt, unten mit dem Link kriegt ihr 10% Rabatt. Nutzt es aus, solange es noch gibt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outer Chiemgau. Pfiat euch.